Ich habe ein neues Video gemacht und zwar habe ich ein anderes Video gesehen, in dem jemand einen Kratzer mit normalem WD-40 wegpoliert. Und da habe ich gedacht, das, wenn das funktioniert, das ist ja der absolute Hammer. Das muss ich einfach ausprobieren. So, ich habe einen dicken, fetten Kratzer hier in dem Auto drin und da probiere ich das jetzt direkt aus. Also normales WD-40 in der Spraydose draufsprühen, mit einem Papiertuch einfach wegpolieren. So einfach geht's. Das probieren wir jetzt aus und schauen mal, ob es wirklich wahr ist oder ob es totaler Quatsch ist. So, wir sprühen das hier erstmal schön dick drauf und dann einfach reiben. Nochmal sprühen. Ja, ich sag mal, ein bisschen besser wird's, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das ist hauptsächlich nur Schmutz, was das WD-40 da wegnimmt. Und der Kratzer selber oder die Kratzer sind immer noch sichtbar. Ja, sprühen wir einfach nochmal drauf. Also ganz ehrlich, zufriedenstellend ist das Ergebnis nicht. Vielleicht muss man fester polieren. Nee, bringt auch nichts. Also ich sag mal, das was weggeht, das ist so das Oberflächliche. Das ist vielleicht der Lack von dem anderen Auto, beziehungsweise das, was halt oben drauf sitzt. Aber der Kratzer selber, das funktioniert nicht. Also da könnt ihr ewig polieren, bis er sowas wegkriegt mit WD-40. Ich würde mal sagen, das ist Quatsch. Das funktioniert überhaupt nicht. Minimale Besserung, aber mehr auch nicht. Also das, wie man es wirklich richtig macht, wie man so einen Kratzer wegpoliert bzw. wegbekommt, gibt es wirklich nur eine Methode. Und die ist ganz sicher nicht WD-40. Aber ich zeige sie euch. Zunächst mal solltet ihr das Auto waschen, dass der ganze Schmutz weg ist beim Polieren. So, wenn es sauber ist, dann nehmt ihr euren Akkuschrauber, macht einfach einen Polierteller oben drauf und nehmt eine gescheite Politur. Teilt es ein bisschen. Und los geht's. Zwischendrin immer mal wieder frische Politur drauf. So, und wenn ihr fertig seid, nehmt ihr ein Mikrofasertuch, reibt die Politurreste weg und siehe da, bumm, alles wunderschön. Das ist die einzigste Methode, wie ihr Kratzer wegkriegt. Aber ganz sicher nicht WD-40. So schön wie es gewesen wäre, leider ist es totaler Quatsch und von dem her brauchen wir nicht. Nehmt euren Akkuschrauber, eine ordentliche Politur
und die Sache funktioniert einwandfrei. Viel Spaß und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns. Bis bald.